Hello, how'd you do? I'm not broken, I'm just split in two. Hope you're fine, ain't got time to do everything. Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zur dieswöchigen Postfolge am Mittwoch. Ja, heute steht das große Star Stable Geburtstags-Update an. Ich bin gespannt, was wir heute so alles an Informationen bekommen, ob da schon Informationen kommen. Ich habe schon gelesen, was wohl noch reinkommen soll auf der Star Stable Analyse-Seite und ich bin sehr gespannt. Ich werde jetzt noch nicht erzählen, was es ist, denn ich möchte euch noch nicht spoilern. Vielleicht kommt das dann nachher in den News rein. So, dann will ich aber mal anfangen mit dem ersten Brief von der Jennifer Dragonhunter. Sie schreibt, Hi Kadi, ich liebe deine Videos, am meisten Kaufvideos. Kannst du mal wieder eins machen? Du bist einfach so eine super Persönlichkeit. Grüße bitte den Fabi, Hani und Nani von mir. Schade, dass ich es nicht zur Gamescom geschafft habe. Macht immer so weiter, bleibt so wie ihr seid und hab euch lieb, eure Jennifer. Vielen, vielen lieben Dank für deinen Brief, Jennifer. Aktuell mache ich tatsächlich ein bisschen weniger Kaufvideos. Ich habe noch Pferde, die ich geplant habe, mir zu holen. Warum mache ich eigentlich momentan weniger Kaufvideos? Das ist eigentlich eine ganz gute Frage. Wahrscheinlich, ich bin momentan eher so, dass ich meine Pferde gerne erstmal weiter ausleveln möchte. Und deswegen habe ich jetzt ein bisschen weniger Kaufvideos gemacht, als ich sonst gemacht habe. Mal schauen, ob nochmal eins kommt, bevor da neue Pferde kommen. Aber ich denke, in 2 Wochen wird es wahrscheinlich auch schon wieder soweit sein. Von daher mal schauen, ob davor noch was kommt. Grüße richte ich natürlich aus. Mit der Gamescom, wir sind ja noch so viele Male da. Es gibt ja noch so viele weitere Jahre. Da klappt das bestimmt mal noch irgendwie. So. So. Mit Doppel-N und einem F. Das ist ja bei Jennifer ist es ja immer so eine Sache. Die werden ja ganz anders, ganz, ganz unterschiedlich geschrieben. Gibt so viele verschiedene Varianten. Catalina Northwelly schreibt, Hey Cuddy, also ich weiß nicht so richtig, was ich dir schreiben soll. Auf jeden Fall möchte ich mal sagen, dass deine Videos schön gestaltet sind. Magst du mal die Summerhoofs... Ah, okay, gut, jetzt kommen Grüße. Also, liebe Grüße gehen raus an die Summerhoofs, die Kaylee Cloudhill, die Arena Lightwood, die Susanne McWhorter. Ah, die Susanne McWhorter ist die beste Freundin von der Catalina, okay. An Sadie Pinkpie, Marlene Fogbell und Mia Kittencake. Liebe Grüße. Die meisten sind zwar in den Summerhoofs, aber ich wollte sie nochmal so grüßen lassen. Liebe Grüße, Katha. Hab noch einen schönen Tag. Ich wünsche, du hast auch noch einen schönen Tag, auch wenn das jetzt ein bisschen verspätet kommt. Hoffe ich, dass du heute einen schönen Tag hast. Und natürlich hoffe ich auch, dass die Grüße wieder ankommen. Vielen lieben Dank dir. Und so, soll ich jetzt Katha schreiben oder Catalina? Ich schreibe jetzt mal Katha. Und weiter geht es mit der Christina Sanuelli. Hey Cuddy, du bist die coolste und beste YouTuberin in SSO. Kannst du bitte Sheila Mysteryland und die ganzen Blue Ladies und der ganzen Blue Ladies Family von mir sagen, dass ich sie ganz toll lieb hab. Alles klar, ist damit gemeint. Also die Christina hat euch die Sheila Mysteryland und die Blue Ladies Family ganz toll lieb. Ach ja, schön. Ich finde das ganz putzig eigentlich, dass ihr das ja auch mal so ein bisschen zum Grüßen nutzt. Ich finde das eigentlich ganz süß immer. Und weiter geht's mit der Lena Neidpolus. Oh, das ist ja richtig cool geworden. Ich kann mich nur wiederholen. Ich krieg das immer nicht so gut hin, wie ihr das hinbekommt. Das ist Wahnsinn. Hey Cuddy, hab dich ganz doll lieb. Bitte hör niemals mit YouTube auf. Deine Videos sind der Hammer. Wichtig. Es gehen im Moment in SSO Gerüchte rum, dass du den Stream nur machst, um uns zu hacken. Mit? Ich glaube das nicht, aber manche schon. Wie soll ich euch denn mit dem Stream hacken? Ich hab überhaupt gar keinen Plan, wie man überhaupt hackt. So, also nächster Versuch. Wir waren beim Thema Hacken. Punkt 1. Warum sollte ich euch hacken? Das ist völliger Blödsinn. Punkt 2. Habe ich überhaupt gar keinen Plan, wie das überhaupt funktioniert? Und Punkt 3. Wie sollte ich denn den Stream dazu nutzen, um euch zu hacken? Das kann nur jemand sagen, der absolut überhaupt gar keine Ahnung hat.
und mir einfach nur schaden will. Und das ist traurig, dass es solche Leute gibt, aber ja, es gibt Leute, die haben einfach ein Problem damit, haben einfach ein Problem mit anderen Leuten. Ich persönlich finde, dass es eine Form der Höflichkeit ist, wenn man ein Problem mit jemandem hat, denjenigen dann einfach sein Ding machen zu lassen. Aber ich finde es ziemlich asozial und erbärmlich, wenn man dann meint, man müsste denjenigen dann irgendwie öffentlich schlecht machen. Weiter geht es. Ich hatte vor 10 Tagen Geburtstag. Der Brief ist vom 28. August. Du hast mir an meinem Geburtstag geschrieben. Okay. Und echt, da war Platz im Briefkasten. Das war doch an einem Sonntag. Auf jeden Fall noch alles Gute nachträglich, auch wenn es jetzt schon eine Weile her ist. Und liebe Grüße an die Platinum Presidents, an Fabiani, Nani Romero und ganz liebe Grüße an dich. Vielen, vielen lieben Dank dir, Lena, und liebe Grüße auch an dich zurück. Deine Lena oder auch Annalena. Ach, du heißt Annalena im richtigen Leben, okay. PS, 5 Herzen an die beste YouTuberin der Welt. Kannst du Star Rain im Herbst wieder reiten? Ich würde mich freuen. Ich weiß noch nicht, ob ich Star Rain reite. Da ich ja auch noch Dark Honey habe, mein dunkles Shire Horse, das ist ja auch noch da. Schwierig, weil Star Rain wollte ich tatsächlich eigentlich auch reiten. Ich muss mal gucken, dieses Jahr sollen ja noch die großen Ställe kommen. Und ich hoffe, dass dann einiges am Platz mehr ist. Also doppelte Anzahl an Boxen wäre natürlich richtig genial. Ich denke aber wahrscheinlich mal eher, ich rechne mal nur mit 5 mehr. Aber dann kann ich bestimmt auch beide von der Insel holen. Muss ich mal gucken. So, und nochmal liebe Grüße eben auch an dich zurück. So. Warte mal, wo ist das? War mit einem Bindestrich, ne? Ich hoffe. Ich finde das immer so albern, wenn sie so einen Quatsch ausdenkt. Ich finde immer die Leute, die solche Gerüchte in die Welt setzen, ich beneide die Leute tatsächlich darum, dass sie so viel Zeit haben. Obwohl, es ist eigentlich nicht beneidenswert, so wenig ein eigenes Leben zu haben, dass man sich so krass für andere interessieren muss. Den Tag schlecht zu machen. Gut. Lina Glaytree schreibt, guten Abend, Kadi. Ich bin's, Linchen. Wie geht's dir denn? Top. Bist bestimmt voll müde. Es geht eigentlich tatsächlich heute. Ich hab's gut, ich kann ausschlafen, aber was ich dir eigentlich sagen wollte, ich liebe euren Kanal. Durch euch habe ich schon so viele tolle Spiele entdeckt und cool finde ich auch, dass trotzdem ich keine Playstation oder so habe, kann ich mir bei euch trotzdem die Spiele reinziehen. Ja, das stimmt natürlich. Ich wollte früher immer bestimmte Spiele unbedingt spielen. Final Fantasy X zum Beispiel ist ja auch jetzt für den PC draußen. Ich hab's jetzt, aber jetzt habe ich keine Zeit mehr, es zu spielen. Es ist ja natürlich wirklich cool, wenn man so diese Titel hat, die jetzt speziell nur für eine Konsole sind. Man hat diese Konsole nicht, wenn man sich die dann irgendwo anders angucken kann. Vielleicht seid ihr ja mal bei irgendeinem coolen Event in der Nähe von Berlin, zum Beispiel bei der IFA, hoffe, so heißt die Messe. Wofür ist denn nochmal... wofür ist das ja nochmal die Abkürzung? Ist doch die Automesse, oder? Ich würde mich riesig freuen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir und Fabi natürlich auch. Kannst du ihm sagen, dass ich ein Mega-Fan von Tomb Raider, von der Tomb Raider-Reihe war und jetzt auch Uncharted liebe? Danke schon mal dafür. Das kann ich ihm sehr gerne ausrichten. Und liebe Grüße auch an die Silversong Mustangs. Liebe, liebe Grüße. Hab euch ganz doll lieb, euer Linchen. Das wurde von der neuen SSO-App geschrieben. Ach, okay. Ja, die SSO Friends-App. Ich habe sie auch drauf, aber... Ich mache das eher so, ich nutze die, um mir in den Kalender einzuschreiben, was für Updates gekommen sind. Jeden Mittwoch. Ich will da so ein bisschen Buch drüber, über den Kalender. Ja, momentan ist noch nichts irgendwie geplant, dass wir mal in der Nähe von Berlin sind. Aber sollte mal irgendwas sein, dass wir in der Nähe von Berlin sind, dann werden wir da mit Sicherheit auch irgendwie mal ein Video zu machen. So, ich schreibe jetzt einfach mal auch Linchen. Ich finde das putzig. Vielen lieben Dank dir für den Brief. So, dann haben wir noch einen Testbrief von Isabel Swiftwatcher. Ist nur ein Test und danach kommt der richtige Brief. So, hey Kadi, ich liebe deine Videos und Fabis. Immer wenn ich traurig bin, schaue ich deine, ich denke mal Let's Plays. Wenn ich natürlich nicht traurig, oder vielleicht auch, wenn ich nicht traurig bin, ich weiß es nicht. Und bin dann wieder glücklich. Das freut mich natürlich, wenn wir dir damit...
wieder ein Lächeln auf den Lippen zaubern können, wenn wir das hinbekommen, dass du wieder Spaß hast. Danke dafür. Du bist so mega hübsch und hast so eine mega Stimme. Oh, Dankeschön. Und liebe Grüße gehen raus an die Dalma Mauspolos, an die Alanis. Star Stable, warum zensierst du das? Grrr. An die Alanis, ich hoffe, sie weiß, wer gemeint ist. Die Isabel Swiftwatcher grüßt dich ganz lieb, Alanis. An die Sabina Bigberg, an die Luciana Wolfbridge und den Club die Cloud Feathers. Ach, die kenne ich doch. Liebe Grüße, Isa. Vielen lieben Dank dir, Grüße zurück und ich hoffe, alle Grüße sind angekommen. Ich wedel hier mit meiner Hand rum, als ob die überhaupt zu meinem Körper gehören wird. Ach ja. Ach Mensch, ihr schreibt heute wieder alle. Ach, das ist schön. Ich bin mal gespannt, heute Abend ist ja Stream, wie es dann läuft und ob die Geburtstagsrennen schon draußen sind. Das wäre natürlich cool, dann könnten wir richtig dick leveln. Ich werde heute wieder Diamond Star mitnehmen, denn die gute möchte ich ja möglichst zeitnah ausleveln für den Tempovergleich. So, hier sind noch zwei Briefe von der Sabrina Appleberg, ich würde sagen, die machen wir heute noch. So, Sabrina schreibt, hi Kadi, ich bin Sabrina und bin auch in den Streams auf YouTube dabei. Ich liebe deine SSO-Kaufvideos. Kannst du mal wieder Greyboy reiten? Denn ich habe ihn auch bei mir. Es ist eine Stute namens Brave Pepper und ihr Spitzname ist Pepper. Ich habe kein Pferd namens Greyboy. Welches meinst du denn? Ich weiß nicht, welches du meinst. Also ich habe kein Pferd namens Greyboy. Vielleicht verwechselst du da was. Mein Anfangspferd ist das Weiße und er heißt Summer Friend. Sein Spitzname ist Galito. Galito klingt cool, weil es das Pferd ist, wo man auf meinem Kanal sehen kann. Sein Reiter ist ein Ritter und heißt Gerhard von Löwen. Okay. So, zu meinem dritten Pferd. Es ist ein Isländer, der Schwarze. Er heißt Midi. Und nun die Grüße. Und die gehen raus an Katharina. Ah, die Sabrina grüßt auch ihren Papa. Liebe Grüße. Auch liebe Grüße an die Sombra Ladies Family. Oh, danke für die Grüße. Und liebe Grüße auch an dich zurück, Sabrina. Und an Fabi, Hanni, Nanni und Romero. Du bist 10, okay. Okay, hast du heute. Hast du dieses Jahr noch Geburtstag oder bist du schon, oder hattest du schon Geburtstag? Hab dich lieb, liebe Grüße, Sabi oder Svea. Okay, du heißt Svea in echt. Mit W habe ich das noch nie geschrieben, geschrieben gesehen. Ich kenne Svea nur mit V. Ich finde das immer cool, dass es so viele verschiedene Schreibweisen für Namen gibt. Oh ja, der schwarze Isländer ist auch toll. Midi ist ein süßer Name. Sehr, sehr knuffig. So, jetzt muss ich gucken, dass ich Svea hier auch mit W schreibe. Okay. Finde ich ja auch süß. Die Svea ist die erste, die ihren Papa grüßt. Das finde ich ja knuffig. Das finde ich toll. Und sie hat noch was vergessen. Das ist Brief Nummer 2. Habt ihr super lieb. Kannst du mal auf dem Kanal von mir vorbeischauen und dir das angucken. Herz, Herz, Herz. Ich versuche dran zu denken. Ich kann es nicht versprechen. Wir versuchen immer mal wieder bei Leuten vorbeizugucken. Aber sei mir nicht böse, sollte ich nicht dran denken. Ich hoffe, du bist mir dann nicht böse, aber ich versuche dran zu denken. So, gut, das waren dann alle Briefe für heute. Ich blende jetzt nochmal das Bild ein vom letzten Mittwochs-Livestream. Wo haben wir denn da das Bild nochmal gemacht? Jetzt muss ich hier glatt passen. Stimmt, in Jarlaheim. Das erste Bild in Jarlaheim seit Ewigkeiten, weil wir da eigentlich gar nicht mehr hingeritten sind. Drum freut es mich dann nochmal wirklich ein ganz, ganz anderes Bild jetzt einblenden zu können. Und danke auch für die tolle Reihe, die wir da hatten. Es war ein sehr entspannter Stream, ohne Lags, ohne Netzwerkfehler, alles supi. Ich hoffe, das läuft auch heute Abend wieder so ab. Und nachher dann noch die News zum SSO-Geburtstag zum 5. Also ihr Lieben, danke euch hier fürs Zuschauen und wir hören uns dann nachher nochmal. Tschüss!